Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, wir sind hier im Kanal der Buße immer noch und sind mit Yuna einmal ein paar Runden gedreht hier, um auch ihre Bestia zu stärken und auch ein paar gute Items zu bekommen. Und nun begeben wir uns langsam zum Ende des Ganges, wo wir mal schauen, was uns da erwartet. Wird auf jeden Fall nicht lustig. Aber sehen wir dann. Los geht's. Okay, erstmal ein Gegner. Wie soll es auch anders sein? Ja. Zack. Und ja, natürlich. Auron macht es mit einem Schlag. Wieso auch nicht? Na gut, wenn man 2-7 abzieht, ne? Kein Wunder. So, mal gucken, wo wir uns hier dann befinden. So, einmal weg, nochmal weg, natürlich. So, Yuna müsste aber gleich auch richtig schön kämpfen können. So, Kimari und Auron. Zack. Also Lulu kommt gar nicht zum Zug. Eigentlich nur Kimari und Auron. Schlummerklinge schon wieder. Was kommt jetzt? Lady Yuna, so it is you. Why are you here? We rode the airship to the Calmlands, then came to Bevel. Maester Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. You will fight us? The temple's orders are law. Even if you are Lord Braska's flesh and blood, you're a traitor. His guardians, I don't see them. Maroda and Passe are not here. I will do this unhappy deed myself. Forgive me, Lady Yuna. So, na gut. Er will also einen Kampf. Den soll er haben. Ifrit zuerst? Na, da wissen wir ja, wen wir einsetzen. Kannst du gerne haben. Ich nehme Shiva. Was hältst du denn davon? Die hast du ja nicht in deinem Sortiment. So, dann können wir mit Shiva nämlich schön erstmal ihren Diamantenstaub einsetzen. Was? Der ist auch voll mit Ekstase? Na gut. Kommt da nicht ran. Die kann er nicht einsetzen. Und wenn doch, dann bin ich gearscht. Mit Shiva zumindest. Aber eigentlich dürfte Shiva das toppen, oder? Na komm. Jawohl, wunderbar. Einmal 9999. Mehr geht nicht. Außer mit bestimmten Items. Aber die gehen, glaube ich, nur auf die Charaktere. So, der nächste Kampf. Oh, da kommt Valfaris anscheinend. Alles klar. Na gut. Das weiß ich. Und du wirst sehen, mit wem ich antrete. Bahamut. Es gibt natürlich auch eine Regel, ne? Die gleichen Bestien dürfen nicht gegeneinander antreten. Deswegen setze ich jetzt Bahamut ein. Natürlich hätte ich ihn sonst als letztes in den Kampf geschickt. Aber dadurch, dass es solche Regeln gibt hier anscheinend, dass man Bahamut nicht gegen Bahamut kämpfen lassen darf zum Beispiel, oder Valfaris gegen Valfaris, oder Ifrit gegen Ifrit,
Naja, geht's halt so. Und dann ziehen wir bei Faris mal schnell ein paar HPs ab. Schauen wir mal, wie viele das sind. Ein fetter Mega-Flair bedeutet vernichtender Schlag 22.886. Eieiei, der hätte bei Barhaut nicht so hart gewirkt, aber bestimmt wäre es auch nicht schlecht gewesen. So, da kommt die letzte Bestie. Und wir haben noch drei, die mit Ekstase voll sind. Wir haben bei Faris Ifrit und Ixion haben wir noch, genau. Okay. Dann zeige ich dir mal meine Stärke. Bei Faris zuerst. So. Na dann los. Solarisstrahl. Das ist schon mal gut. Countdown. Ja gut, brauche ich gar nicht probieren. Ich werde weiter auf Angriff gehen einfach. Ich meine, weil Faris wird sowieso wahrscheinlich den Löffel abgeben. Na komm. Na, schafft das doch noch? Das wär's. Ne, ich glaube nicht. Countdown 1. Ein Angriff nur. Oh, geil. Und? Jawohl. Weil Faris hat den platt gemacht. Und nicht schlecht. Ich dachte, klappt nicht. Aber Yona hat sogar noch ihren Meisterruf behalten. Sehr schön. Kriegen wir Erfahrungspunkte? Stay away. Yuna, let's go. There's a way to the surface up ahead. Your pilgrimage is over. Sehe ich auch so. Okay, Yuna hat wenigstens zweimal das Level hochgeschraubt. Sehr schön. Oh, jetzt sind wir bei Tidus, Waka und Riku angekommen. Alles klar. Ah, okay, hier ist ein kleiner Shop. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wir kaufen mal. Ich meine, genug Geld haben wir ja. So. Wir haben genug Kohle, wir können das machen. Wir haben... Ja. Platz im Inventar haben wir sowieso. So, jetzt haben wir alles gekauft. Und wir haben immer noch so volle Kohle. Eieiei. Kann man hier irgendwas verkaufen, was wir nicht brauchen? Sieht nicht so aus. Was kostet denn der jetzt? 200 Nesselstein, 75 Spezial. Wow. Kraftquelle, 75. Handgranate, 75. Albettmedizin, 250.
Probeeta 750 Silenzumin. Ja, gut, man kriegt halt nicht viel. Okay. Egal. Dann würde ich sagen, wollen wir mal. Mal schauen, was wir hier so bekommen an Gegner. Da ist ein Speichersperoid. Da habe ich schon die Befürchtung, dass da. Was ist denn das? Noch so eine Krake. Na geil. Klauen. Dann beklauen wir die Krake mal. Drachenschuppe. Nehmen wir. Wacker. Einmal den. 100. Ach, der heilt sogar noch. Na geil. Das ist natürlich richtig geil. So, 210. So, den ballern wir so gleich weg. Mit Rico. Tidus wird mal Hast einsetzen am besten. Warte mal, Hast auf Wacker. Dann kann Wacker da noch ein bisschen reinhauen. So, Diebstahl fehlgeschlagen. Schlafhieb mal klappt. Oh, Aimon, okay. Klappt irgendwas anderes? Vielleicht Blindhieb? Aber ich glaube auch nicht. Aber doch, könnte. Doch, hat geklappt. Super. 73, na, das ist ja nichts. So. Tidus würde den wieder heilen. Ich setze aber mal Blitz ein. Das würde ganz gut helfen, denke ich mal. Noch ein bisschen immerhin. Und erledigt. Wunderbar. So, Schützer. Das ist, glaube ich, eine Ausrüstung für Wacker, glaube ich, oder? Ja, da ist aber nichts drin. Na toll. Sowas kriege ich. Blitzbombe haben wir gerade. Gut, dann behalten wir die Blitzbombe auch. Zerstörungsfaust. Die tragen wir, glaube ich, gerade. Soldatenarm. Das hier tragen wir gerade. Wir können das hier mal nehmen. Und dann bauen wir mal kurz. Ne, die nicht. Da ist die andere. Stromschlag könnte man natürlich. Ich guck mal kurz, was wir noch so machen können. Ausweich runter. Angriff plus 10. Stromschlag können wir machen. So. Stromschlag, Giftschlag. Klar, warum nicht? Den letzten. Ja, keine Ahnung. Ja, wenn nicht, lassen wir das erstmal so. Glorie. Blindwall fasst immer den Blindzustand. Verhindert manchmal den Blindzustand. Auch nicht. Verhindert manchmal, verhindert immer. Steinschutz, Giftschutz. Autokur bei Zustand 200 eine Kur mit der, okay. Das ist natürlich gut. Abwehr. Ne, Spezialspiroid. Na gut. Ne, dann lassen wir das erstmal mit dem umbauen. Ich werde mal kurz gucken. Okay.
Wir müssen auf Items zurückgehen. Ist ja nicht schlimm. So, abtauchen können wir auch, wenn wir das müssen. Alles klar. So, Riku. Da machen wir doch mal Fresius. Drachenschuppe erhalten, okay. Das ist ja schon fast so wie eine wie eine Dings. Schuppe von Sinn. So, was klauen wir von dir? Drachenschuppe nochmal, wunderbar. 1200. Ich glaube, das hackt bei dem hier. Hier, Blitz. Ja, klappt nicht ganz so gut, wie es eigentlich sollte, aber egal. Hauptsache weg erstmal. So. Sie wird sich erstmal heilen. Weil mit dem bisschen HP kann ich nicht weitermachen mit ihr. Okay, Waka hat jetzt ein bisschen was verloren. Nicht so dramatisch. Die Schwarzmagie hilft auch nicht so wirklich. Dann machen wir mal Waka. Zack. Und Waka haut ihn weg. Wunderbar. Immerhin. Was kommt jetzt? Nein. Gut, ich werde mal gucken, rauben. Der ist ja blind. Sehr geil. Tor öffnen? Ne, Tor öffnen machen wir nicht. Da greifen wir mal ganz normal an. Also ich kann den Drachen ganz easy platt machen, so ist nicht. Perseusblick. Oh, oh. Komm, Schutz, oder? Nee. Alles klar, Titus ist weg. Kacke. So. Okay. Egal, komm, wisst ihr was? Einmal Phönixfeder, Ephraeus besiegt, fertig. Nee, doch nicht einmal. Blendbombe. Okay, Rico ist weg. So. Vernichtet, sehr gut. Ja, Efri ist halt ein Zombie, ne? Ist ein Untoter. Und so kann man ihn am schnellsten besiegen. Phönixfedern. Ist natürlich blöd, weil Waka jetzt die ganzen AP kriegt und Tidus war ja versteinert, den hätte ich nicht mehr zurückholen können. Und Rico war down. Gut, Rico hätte eh nichts, kein Level up, aber Tidus hätte ein Level up gehabt. Wenigstens ein. Na egal. So, wo ist denn der Speicherspiroid? Der ist da drüben. Dann gehen wir erstmal. Nee. Ach nee, da haben wir ja nichts. Items. X-Potion, X-Potion, X-Potion. So. Lassen wir das. Dann holen wir uns mal die Kiste da. Willst du die Kiste nicht öffnen?
Freundchen? Jetzt. Gegentreffer, okay. Nehmen wir gerne. Und da ist noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich auch gerne. Was haben wir da drin? Einen Rächer. So, kommen jetzt keine Monster mehr? War das schon alles? Das wäre es ja. Ja, das war es wirklich. Keine Monster mehr. Okay. Naja, warum nicht? Aber wenigstens Ruhe, können wir hier ganz in Ruhe rumschippern. Bis zum Ausgang. Und dann geht's richtig rund. So. Have you back? Thank you. Kenok. Why you? I have saved him. He was a man who craved power. And great power he had, but he feared losing it. Trembling at unseen enemies, he spent his days scheming petty schemes, chased by his fears, never knowing rest. You see, now he has no worries. He has been granted sleep eternal. Death is a sweet slumber. All the pain of life is gently swept away. Ah, yes. So you see, if all life were to end in Spira, all suffering would end. Don't you see? Do you not agree? That, Yuna, is why I need you. Come, Lady Yuna. Come with me to Zanarkand, the lost city of the dead. With death on our side, we will save Spira. And for this, I will take from you your strength, Yuna, your life, and become the next Sin. I will destroy Spira. I will save it. You're totally nuts! Mwah. Unpleasant. Very well. I will give you your death. You seem to want it so. Protect Yuna! Go! No way! I'm fighting! I said go! I won't leave Kamari behind! He's a guardian. Protecting you is everything. Auron! That's right.
We're all guardians. Yeah, and you know what that means? Yuna, anywhere you go, I'll follow. Anywhere I go? Yeah, anywhere. Well then, let's go. Hey, Kamari, leave some for us. Hey, wait for me. Me too. I'll go too. Tja, das macht doch eine wahre Gruppe aus, wa? Dass alle mitkämpfen wollen. So, wir speichern hier erstmal nochmal. Jetzt sind wir ja fast alle wieder zusammen. Kimari will jetzt nicht mitmischen, der macht da vorne schon frei, Alter. Was hast du denn da im Angebot? Potion, Königsfeder, sonst nichts. Das ist gut, wenigstens einer, der zu uns hält hier. So, wen haben wir denn eigentlich in der Gruppe? Yuna, Waka und Tidus. Alles klar. Na, schauen wir mal, ob das hilft. Ja doch, wir können ja Bahamut rufen, geil. Können ihn ja in seine Ekstase führen. Und gegen Simo dann zweimal so eine Attacken ziehen und dann zack. Haben wir den doch schon erledigt, oder nicht? Weil vorne ist, glaube ich, nochmal ein Speicher beruhigt. Und dann haben wir den doch. So, na dann. Zack, 4100, sehr schön. Na, das war nix. Ach komm. Das bisschen. Ich meine, Yuna braucht sowieso die HP mehr, die AP mehr als jeder andere. Weil erstmal muss sie auf jeden Fall trainiert werden. Sie braucht das Training sehr dringend. So, komm, einmal Flammenwerfer weg hier. Der hielt mir schon auf den Keks. Und der nächste auch noch. So, wunderbar. Erledigt. So, weiter geht's. Kimari wartet schon auf uns. Hold on, Kimari. Ja, wir sind schon dabei. Eine Bestie hat er wenigstens noch Ekstase. Aber schauen wir mal. Ich denke mal, mit Bahamut würden wir schon ganz gut vorankommen dann. Go, fight on. So. Das ist Nummer 1. Okay. Jetzt kommt der Bomber hier auch noch an. Okay, ach du. Dann setzen wir doch mal Impuls ein. Greift wenigstens alle drei an. Ja, warum nicht gleich so? Hätte ich mal gleich machen sollen. Ey, jetzt lass mich hier in Ruhe, Freundchen. So, dann werde ich danach eine andere Bestie nehmen. Weil so kann es ja nicht gehen, ne? Dass Bahamut hier noch gekillt wird? Nee, so nicht. So, beschwören wir mal Shiva. Kann ja auch mal ein bisschen durchkicken hier.
So, Shiva. Dann. Der hat nur 2742. Erstmal die hier vorne. 615, okay. Okay, der ist zu weit. Zack, wenigstens schon mal einen weg. Jetzt kommt der natürlich. Autsch. Ja, daneben. Schwarzmagie, Eis und Eisra. Eisra erstmal. Sehr gut. Dann erstmal Himmelszorn. Mal schauen, wie das wirkt. 2-3 nur. Das ist ein wenig. Ah, nee. Komm schon. Ja, wunderbar, weg ist der. Jetzt nur noch der Bomber da hinten. Sehr schön. So macht man das. Gut, dass Shiva sich nur mit Eis heilen kann. So, und Yuna macht einen Sprung nach den anderen. Da werden wir mal kurz das Spirobrett nutzen. Mit einer kleinen Wanderung. So, dahin erstmal. Dann nutzen wir erstmal die Zeitspiroiden. Dann bewegen wir sie nochmal. Und dann kriegt Yuna noch ein bisschen mehr HP. So, Waka. Geht hier unten lang. Riku geht nach oben. So, okay, Orin, dahin. Lulu kann nicht, Tidus auch nicht, Yuna hatten wir schon, okay, sind wir alle durch. So, dann speichern wir hier nochmal und dann erledigen wir, glaube ich, gleich mal den nächsten Kampf noch, oder? Ach nee, wir verschieben den nächsten Kampf auf nächste Folge. Zeit ist leider um, ne? Ja. Und so aufhören, wenn es am schönsten ist. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir gegen Seymour kämpfen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.